Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Hacken wir ein Schiff? Ich glaube zumindest, dass wir ein Schiff hacken. Ja, wir hacken ein Schiff. Na los, Mann, mach's nicht unnötig spannend. Was siehst du? Scheiße, die machen keine halben Sachen. Ich sehe jede Menge Top-Hardware. Ich sehe auch ein Admin-Terminal, aber ich muss mich umschauen und irgendwo Zugangsdaten finden. Hey, hallo, hier liebt jemand Spielzeug. Josh Spielzeug oder Sitara Spielzeug? Die Art, die Batterien braucht, die Art, die ich fernsteuern kann. Aber spiel bloß nicht mit mir. Das ist so cool. Wer hat diesen Schlüssel? Toll, der da hinten. Na? So, einmal haben wir. Dieser Raum scheint wichtig zu sein. Es gibt zwei Antischus. Deshalb lieben wir Leute, die das kleine Passwort-Merken-Kästchen ankreuzen. Ich habe ein Login gefunden. Wie ein Klischee aus einem Hollywood-Film. Sie entschuldigt sich, wenn sie dich unterbricht. Sie macht sich ganz klein, faltet die Hände vor sich und senkt den Kopf. Der Begriff von Harmlosigkeit. Aber... als ich mit 13 bei den Schuhboys eingeführt wurde, lernte ich die echte Auntie kennen. Sie steht gerade wie eine Kerze. Sie ist rationell. Berechnend. Alle Wärme weicht aus ihrem Gesicht. Mit einem Mal spricht sie akzentfreies Englisch. Mit einer respekteinflößenden Stimme. Sie hat mindestens ein Dutzend Kerle umgebracht. Manche davon dreimal größer als sie. Mhm. Sie kämpft nicht fair. Sie kämpft brutal. Sie statuiert Exempel. Ich kenne keinen furchterregenderen Menschen als sie. Ich liebe diese Frau. Ich hätte doch weiterfahren sollen. Nee, geht gar nicht. Scheiße, ich komme hier doch nicht weiter. Ja. Dann war das doch richtig, dass ich wieder zurückgefahren bin. Doch, 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 doch. Dort nicht. Schrotthaufen. Hat hier einer eine Kamera für mich? Nö. Ach scheiße, ich komme hier auch nicht hin oder durch oder sonst irgendwas. Neue Hacker sind unterwegs. Die musst du für uns vorbereiten. Zeig ihnen, wie es hier läuft und bring ihnen, was sie brauchen. Das kleine Ding kommt doch hier nicht raus.
ist nämlich alles zu. Ich komme hier nicht raus. Ah, Moment. So? So. Fernzugriff, ja. Ich komme hier trotzdem jetzt nicht weiter. Ich habe ein Foto gemacht. Und da oben bin ich auch nicht weitergekommen. Ich probiere es jetzt erstmal hier noch einmal. So, niemanden hier. Ah, vielleicht muss ich mit ihnen einfach ein bisschen rumlaufen. Scheiße, wer schickt mir denn sowas? Neue Hacker sind unterwegs. Die musst du für uns vorbereiten. Ich glaube, ich habe das Passwort. Du kannst Chinesisch? Ist eine numerische Sequenz. Ein Versuch schadet nicht. Ich glaube, wir haben jetzt Zugang zu den Schiffssystemen. Super. Geh wieder zurück zum Admin-Terminal. Ich bin drin. Irgendeine Idee, wie du den Kahn näher ans Ufer bringst? Du solltest die Treibstoffanzeigen hacken. Lass sie denken, sie hätten ein Leck. Ja, klingt gut. Okay, ich habe die Treibstoffanzeigen gehackt. Die denken, sie sind auf Reserve. Sie kommen zum Auftanken rein. Cool. Bei den Docks in Marin wartet ein Boot auf dich. Ach so. Es geht von alleine wieder weg. Ich habe mich schon gewundert. Hä? Bei den Docks in Marin. Genau bei unserem Hackerspace. Ach scheiße, jetzt bin ich da rein teleportiert worden. Na, das wollte ich natürlich nicht. Scheiße, ich will hier wieder raus. Das sind all unsere Leute. Da dauert immer so ewig lange, bis man da wieder dann raus ist mit der Tür. Die hätten auch einfach komplett dahin ziehen können. Obwohl es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, wenn so viele Leute in einem Ding sind. Ich dachte jetzt gerade, hä, geht die Tür nicht mehr auf? Oh, cool. Nimm ich.
Sorry. Ah, schaffe ich das? Oh mein Gott. Scheiße! Ich schaffe es. Oh, und tschüss. Hi. Warum passiert das? Retro, ich habe das für dich klar gemacht. Gut. Kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. Natürlich kommt die nicht mit. Auf geht's, das wird eine lange Fahrt. Marcus, ich habe jeden dieser Schiffshacks mit der Aktivität an der New Yorker Börse abgeglichen. Jeder davon fiel genau in die Vorlaufzeit von volatilen Handelsperioden, sogar schon ab 2007. 2007? Warte mal, dann war also die Finanzkrise... Ein früherer Bellwether-Test, eine Manipulation der Ankaufs- und Ausgabemuster in einem bereits anfälligen Markt. Aber wie konnten die ordentlich Shoeboys darauf so früh Zugriff haben, außer... Außer sie hatten Zugriff darauf. Glaubwürdige Abstreitbarkeit? Vielleicht. Wir kommen dem Schiff immer näher. Ich hab den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werde schon nicht ertrinken. Ich gehe rein. Wünscht mir Glück. Das Teil hat einen Wendekreis wie ein Panzer, ey. Plan. An Bord eines Schiffes dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. Ist hier nur ein? Ach ne. Ach scheiße, den wollte ich da haben. Du sollst doch keine Ubisoft-Aktie mehr kaufen. Mensch, Indy, du sollst doch keine Ubisoft-Aktie mehr kaufen. Ah, ich komme nicht dran, ne? Okay, sind definitiv aber viele oben. Aber den hier, den kaufe ich mir erstmal. Also komme ich definitiv nicht nach oben. Aber so könnte ich jetzt sehr gut, so komme ich nach oben definitiv, aber bin dann auch direkt in Schusslinie, ne? Wow. Ah!
Das ist echt praktisch, ne? Wo ist der hin? So, die suchen einen jetzt ab. Dankeschön. Ich muss einen tiefer. Fuck! Bist du nur entkommen? Na, ich muss einen tiefer. Ist er denn jetzt hier oben, der Typ, oder? Ne, hier oben ist gar keiner. Okay, da kommt gerade einer hoch. Den könnte ich mir schnappen. Den habe ich. Und jetzt eine Etage tiefer. So, ich bin drinne. Ah, das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss sie nur noch physikalisch lokalisieren. Was die unter Tragwaffe verstehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Das sind nur ziemlich viele. Ganz schnell nach unten. Und noch einen. Tiefer? Aber wie? Hä? Komme ich doch nirgendwo rein. Ach ja, so. Genau. Nee, oder? Nee, oh, wie komme ich denn? Da, so komme ich runter. Okay, das sieht nicht aus, als wenn die hier Wachen hätten. Ich flitze. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending, Mensch. Halt den Mund. Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Was? Okay, hier ist er auf jeden Fall nicht. Ah.
Evakuierung? Shit, das ist nicht gut. Was ist der Plan? Ich bin fast da. Josh, was soll denn das? Schau mal auf die Uhr. Oh, übrige Zeit. Scheiße. Ich kann jetzt nicht nach oben. Bin in 29 Sekunden da. Verdammt, Mann. Was? Ich bin gern pünktlich. Ach, komm. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Wo bist 8, du? Du müsstest 7, mich 6, jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich 4. suchen? Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond. Ist das deine Drohne? Überraschung. Extra für uns umgebaut. Marcus, wo bist du? Du musst den Server an die Drohne hängen. Ja, ich... Ohne... Moment. Ach, egal. Scheiß drauf. Kann jetzt nicht. Bin gleich da. Ich hab da gerade ein Problem. Wo soll ich denn hin? Nach oben, noch eine Höhe. Ach du Scheiße. Das ist neu. Oh, armes Ding. Okay, so komme ich jetzt aber nur wieder runter. Ich muss nach oben. Oh, fuck. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Fuck. Ich hab dich gerannt. Oh, fuck, 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 fuck. Ah! Oh, fuck. Scheiße, ey. Ah! Wow, das ist nicht mal eine Drohne. Ich hab keine Ahnung, ich dachte überhaupt nicht. Fuck! Ach so. Oh Gott! Oh Scheiße! Mhm. Lass schnell wieder runter. Mhm. Oh Gott. Okay. Okay. Was? Fuck. Hey, Josh, Mann. Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Kein Kommentar. Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Warum ich dich bitte, still. Mann! Er ködert uns. Glaub ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen. Als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr.
Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit. Und bringen wir die Sache zu Ende. Alles klar. Ich muss noch mal raus. Ich habe da noch diese Roboter Quest offen. Meine Schuld. Wo ist er denn? 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 Roboterkrieg. Branch in der Garage treffen. Dead Sack plant direkt bei Tidys. Bei Tidys. einzubrechen und ihre Geheimprogramme zu enthüllen. Aber um ihrem Sicherheitssystem vorbeizukommen, brauchen wir einen Plan. Da wir es mit Tidys zu tun haben, muss der Plan todsicher sein. So. Tüte mit Geld. Ach komm, wir können ja mal eben hier ein paar Sachen verkaufen. Wie kann ich helfen? 8.900? Das ist hart. Das gab es doch alles, verstehe ich. Es gibt Filme über Rennen. Das Auto ist aber dreckig. Okay, Hunde habe ich jetzt getroffen. Einen kleinen, wie ein Yorkshire, Schäferhund, Husky, Rottweiler und Dobermann haben sie hier. Andere Hunde, ach so, und Labrador. In hell und in dunkel. Oh, da ist wieder ein Kumpel von uns. Wieso muss ich den neutralisieren? Ich verstehe das nicht. Kellogi? Kellol. Der war gut. Füge DeadSec-Verbündeten keinen Schaden zu. Aha, das ist also ein DeadSec-Verbündeter, der... Okay, ich möchte aber kein Koop spielen. Ich mag Koop nicht. Die Angestellten sind schwer verbündet. Billigteile. Unser kleiner Roboterfreund. Stimmt, den habe ich ja ganz vergessen. Markus, wir wollen ja Teiles dran kriegen, okay? Aber... Tick? Ja, ja. Habt ihr was in dem Datendump gefunden? Ja, okay, sagen wir einfach, die Steuern, die Regierungszuschüsse, die Forschungsprogramme, man beachte die Gänsefüßchen, nichts passt zusammen. Und sie arbeiten mit Blum an etwas, das sie den 10-Jahres-Plan nennen. Wieder in Gänsefüßchen, der die CTOS-Sicherheit verbessern soll. Warum melden sie dann Patente auf Militärtechnik an? Weil CTOS den Weg aller Kontrollsysteme geht. Und deshalb ist Junior hier an Bord mit einer Mission. Nein, ist er nicht. Das ist nicht deine Entscheidung. Glaubst du, du kannst einfach bei Tidys reinlatschen und ihre dreckigen Geheimnisse klauen? Sogar Onkel Sam kauft seine Biometrik-Schlösser bei Tidys. Das ist das Sicherheitsniveau, mit dem wir es zu tun haben, klar? Der Handscanner? Kinderspiel. Wir brauchen nur eine Hand. Ist für dich doch kein Problem. Das ist dein Plan? Jemandem die Hand abschneiden? Das geht. Nicht hier. Herzfrequenz und Blutfluss werden mit Infrarotstrahlen gemessen. Kein Blutfluss, keine Freischaltung. Nur okay, Wasser. Okay, gut. Wir schnappen uns jemanden lebend. Und der öffnet das Schloss für uns. Nein.
Das Pulsmessgerät schlägt Alarm, wenn er nervös ist. Okay, dann spritzen wir jemandem ein Beruhigungsmittel, um den Puls zu verlangsamen. Scheiße nochmal, wir hatten schon einen guten Plan, Mann. Nicht mit ihm! Julia, aus. Hör mir mal zu. Du kannst nicht einfach so tun, als wärst du hier der Boss, okay? Das ist meine Werkstatt, meine Hardware. Er will aus Junior eine Bombe machen. Eine EMP-Bombe. Wie ein trojanisches Pferd. Wir treffen die richtige Hardware, grillen die Datenbank, das setzt die Türen auf die Standardcodes zurück. Ein verdammtes Kinderspiel. Dann brauchen wir nur die Standardcodes. Klingt ganz gut, Mann. Eine Nacht zusammen in der Wüste und ihr zwei seid beste Kumpels? Weißt du was? Ist okay, Marcus. Stell dich auf seine Seite. Ignoriert mich einfach, ja? Hey, Wetter wachsen, Kleiner. Was hast du gerade gesagt? Hey. Ganz ruhig. Bleib cool, Mann, bleib cool. Wie kriegen wir ihn da rein? Vor allem so. Erst einmal entfernen wir hier die ganze hochwichtige Propaganda. Stopp, Jungs, stopp. Lass die Farbe. Wenn eins dieser Dinger ausfällt, holt Tidus sie aus seinem Service-Depot ab. Oh. Auf die Art bringen wir ihn rein. Sehr gut. Das ist wirklich gut. Cool, Mensch. Okay. Bin bereit, wenn du es bist, Marcus. Ja. Du hast verschissen. Return of DedSec. Ich Idiot. Hast du Junior eingepackt? Yep, er ist drin. Dann MacGyvern wir ein EMP im Reparaturdepot. Kaum zu glauben, dass das reicht, um in die beste Sicherheitsfirma der Welt einzubrechen. Tja, plus den geklauten $36,000-Roboter. Du willst damit sagen, dass ich zu dem Plan am meisten beisteuere? Nein, ich will sagen, dass du ein Langfinger bist. Ein Desperado. Desperado? Gefällt mir. Der maskierte Desperado schleicht durch die Gassen auf der Suche nach den wertvollsten Schätzen des Reiches. Kein Auftrag ist zu klein oder unwürdig für den maskierten Desperado. Der maskierte Desperado und sein schwacher, aber großherziger Gefährte, der dunkle Fremde. Weißt du was? Desperado nehme ich zurück. Du bist der maskierte Cracker. Der maskierte Cracker. So, ich muss aber jetzt Schluss machen und sag jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.